Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum Wetter für den Tierpark Goldau. Der grosse Vorteil am Tierpark Goldau, es ist immer das richtige Wetter. Dieses Wochenende ist das Wetter noch ein bisschen richtiger wieder bei den anderen Gelegenheiten. Es schneilen zwischendurch ein bisschen, es hat ja schon, wenn Sie ein bisschen den Berg hochschauen, sehen Sie ja schon den Schnee. Aber es ist nicht der grosse Haufen, der oben runterkommt. Es ist so am Freitag das klassische Aprilwetter, wo Sonne, Wolken und ganz kurz, dass es mal ein bisschen schneilt oder graupelt, und dann ist ja schon wieder vorbei. Also relativ eine angenehme Angelegenheit. In der Nacht Temperaturen ganz ein bisschen unter Null und den Tag durch ein bisschen über Null. Samstag ist dann der Tag, wo es zuerst ein bisschen mehr schneien, wo sie dann auch wahrscheinlich Romantik haben können, Samstagmorgen, Samstagvormittag, dass es so angezuckert ist bis ganz unten im Tierpark und dass sie auch sehen können, Tier geht es gut, Winterfell ist da, alle sind zufrieden und die Fische im Wasser, denen geht es sowieso gut. Und Temperaturen, wie gesagt, nicht gross verändert. Der schönste Tag, wenn sie schön finden, dass aber zwischendurch länger die Sonne scheint und dass es nichts, kein Flöckchen von oben runterkommt, ist sicher der Sonntag. Sonnenwolken gewischt, so etwa ziemlich genau 50-50. Und wie es aussieht, kommt jetzt nichts Grosses mehr oben runter am Sonntag. Temperaturen ändern sich nicht. Es kommt jetzt, es ist nicht verrückt, der Winter, oder so, wir müssen nicht jammern, das ist für Anfang Februar jetzt vollkommen normal. Ich muss, glaube ich, niessen. Also für Anfang Februar ist das vollkommen normal. Und von dem her muss man auch nicht irgendwie unzufrieden sein. Es gibt schon mal etwas erst Spannendes, was ich Ihnen mal ankündigen will. Erstens mal, dass das Wetter so eben auf dem Niveau bleibt, auch nächste Woche. Also jetzt nicht uhuren warm und kein Föhnsturm und nichts verrückt, sondern eher ein bisschen beisig und eben Temperaturen nicht weit von 0 Grad entfernt. Aber es ist bald Valentinstag und es gibt etwas im Tierpark. Am 14. Februar ist das übrigens für die Männer, die sich wieder nicht mehr erinnern und schon mal eine leichte Vorankündigung nächste Woche, dann mehr Details dazu. Es gibt etwas im Tierpark dann am 14. am Abend, am Valentinstag, wo sie lernen, wie Tiere miteinander schätzeln im Tierpark und sie können dort sicher auch, wenn es nicht weiter auffällt. Okay. Geniessen Sie den Tierpark, kommen Sie zu uns an diesem Wochenende. Bis dann, auf Wiedersehen.